Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Castle Crush hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten und ich würde sagen, wir reden gar nicht mal lange hier rum am Anfang und starten gleich mal in ein Match mit dem besten Deck, was ich bis jetzt gefunden habe und ich finde das richtig, richtig nice. Und ja, heute habe ich auch ein paar Themen, die ich euch hier ansprechen möchte, wie zum Beispiel ein neues Projekt, was ich auf meinem Kanal hier geplant habe und was sonst noch alles so läuft. Wenn dieses Video online kommt, bin ich gerade, ja, bei einem YouTube-Event in Wiener Neustadt. Davon gibt es natürlich einen Vlog für alle, die heute nicht dabei sind. Und für alle, die heute dabei sind, ich bin gespannt, wie das so ist, aber es ist ja gerade jetzt momentan und ich finde das genau jetzt komisch, dass ich drüber reden kann. Ja, Leute, und ich würde sagen, das Sturmelement auf der unteren Lane ist hier einfach viel, viel stärker als ich. Und da setzen wir einfach mal einen Phönix frei und bin gespannt, was der Gegner hier so macht dagegen. Okay, da oben zerstört er mein Sturmelement da und wir zerstören, komm, komm, nein, ich dachte schon, da können wir uns wenigstens auch das Ei retten, aber nee, können wir nicht. Okay, der Dämon kommt uns hier immer näher und ich hasse diese blöden Mages, die hauen wir uns gleich mal weg. Und ja, hier Dämon gegen Dämon, mein Dämon hier stärker. Aber, ja, die werden sich... Okay, mein Dämon überlebt. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Und jo, weiter geht's. Ja, da brauche ich auf alle Fälle eine Bogey-Queen. Wenn er die mir hoffentlich nicht blitzt. Bitte blitzt mir nicht meine Bogey-Queen. Und da, komm. Okay, da blitzt er sie. Aber hier haben wir jetzt Schwarzer Ritter gegen Schwarzer Ritter. Bitte spiel keinen Heiler. Ich hasse die Freeze-Zauber. Freeze-Zauber sind so unnötig. Es ist... Oh, da kommt noch ein Schwarzer Ritter. Was soll denn das hier? Der Gegner haut hier richtig, 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 richtig rein. Und, aber wir können hier hoffentlich... Ja, der Schwarze Ritter ist nicht weg. Der Schwarze Ritter ist nicht weg. Bitte, nein, aber... Yes, ein Drache, Leute. Das wurde hier ein Drache. Bombe. Das war jetzt Bombe. Das war wirklich Bombe, dass ich den jetzt wegbekommen habe, Leute. Und der Drache unten regelt ziemlich hart. So. Einmal Pfeile. Zweimal Pfeile. Jetzt bitte irgendwas. Naja. Wir können es mit den Pfeilen probieren. Exokristall, was bekommen wir? Ja, Bombe. Ist zwar nicht jetzt so Bombe, aber besser als gar nichts. Come on. Irgendwas Gutes wollte ich hier sagen. Na gut, das sieht nicht so gut jetzt für uns aus. Es sieht besonders schlecht für uns aus. Okay, da haben wir das erste Spiel verloren. Man kann nicht immer gewinnen, Leute. Aber jetzt zu meinem Projekt, was ich so vorhabe. Ja, werde bald mal ein Level 1er Projekt starten hier auf Castle Crush, wo ich einfach probiere mit einem Level 1er so weit wie möglich zu kommen. Und danach wird das Projekt so übergehen, dass ich euch mit diesem Account dann zeigen werde pro Burg, was für Decks optimal sind, was für Decks gut sind. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare rein. Ich bin schon richtig, richtig gespannt auf dieses Projekt, wie weit man jetzt wirklich mit einem Level 1er Account kommen kann. Ja, Leute, also... Eure Meinungen dazu in die Kommentare. Und ich werde bald hier mir zu Hause ein kleines Studio einrichten, dass man hier nicht mehr sowas als Hintergrund hat, sondern wirklich, wo ich mich hinsetzen kann, aufnehmen kann. Es ist alles dort. Und da freue ich mich auch richtig, richtig, richtig dabei. Da werde ich euch natürlich mitnehmen, wenn ich das einrichte, mit einem Vlog und ja. Auch das Event heute wird natürlich mitgevloggt und es wird auch noch in den nächsten Tagen online kommen und ich bin schon richtig gespannt, was ihr dann so in den Kommentaren schreibt und. So, und es geht gleich mal weiter, Leute, hier in diesem, ja, Match mit meinem Deck, was ich richtig cool finde, denn ich bin hier auf 3500 Pokale mit einem Level 9er Account. Level 10 ist noch weit weg. Ich dachte mir gerade vorhin so, hey Danny, du könntest hier mal deinen Account auf Level 10 bringen, bis ich dann irgendwie, gesehen habe, dass ich auf Level 10 noch ziemlich, ziemlich, ziemlich lange brauche und jo. Ja, komm, wir bomben da mal, dass dieser Nah etwas besser hier wegkommt und dann werden wir hier das Ganze hier blitzen und. Nein, komm, Dämon, Ei, mach das Ei weg, mach das Ei weg, yes, das Ei ist weg, dankeschön. Dankeschön, dass du das Ei weggemacht hast. So, spielt der Gegner hier ein Rush-Deck. Bitte kein Rush-Deck-Gegner. Alles nur kein Rush-Deck. So, der Ork-Krieger gefällt mir hier gar nicht. Aber jetzt müssen wir mal seinen Push hier wegbekommen. Wie bekommen wir am besten diesen Push weg? Ich glaube, gar nicht. Wie bekommen wir diesen Push? Ja, probieren wir es mal damit. Das wird uns hier auch nicht weit bringen. Aber wir können es ja wenigstens mal damit probieren. Dann auch hier das. Ja, jetzt haben wir wenigstens mal von zwei das weg. Okay, das wird nichts, Leute. Das wird hier nichts mehr. Okay, Golem gegen Golem. Nein, 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 nein. Hiermit ist es vorbei. Der Gegner hat einfach mal eine Level 3er Bogenschützenkönigin. Wie krass ist eine Level 3er Bogenschützenkönigin?
Jo, okay, jetzt muss ein Sieger, Leute, jetzt muss ein Sieger, denn dann können wir auch die Siegeskiste öffnen und ich bin richtig gespannt, was in der Siegeskiste drin ist. Es kann alles von mir aus drin sein, solange viel Gold drin ist und ich habe hier noch immer viele Juwelen. Was meint ihr, was ich damit machen soll? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, würde mich ziemlich interessieren. So, Gegner suche, wir spielen gegen Big Daddy. Yo, Big Daddy, ich zeig dir mal, wer hier der Big Daddy ist. Aus dem Clan Headhunters und er spielt hier mal Bogenschützen. Okay, ich habe einen Metamorph. Was machen wir hier? Komm, machen wir das so mit der Bombe. Bomben wir die mal weg. Und dann spielen wir hier mal umgechillt das hier. Und jetzt bin ich gespannt, was der Gegner darauf antwortet. Okay. Okay. Okay, Leute. Na gut. Na gut. Und dann noch den Metamorph. Komm, da wird es zum Ei. Yes, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, dass es ein Narr geworden ist. Oh. Das war jetzt nicht so toll, aber wir haben jetzt wenigstens mal ihn wieder. Und jetzt komm hier, den Dämon. Komm, der Zwerg macht dir zum Glück hier nicht so viel Schaden. Yes, da haben wir alles weg. Und jetzt, ich muss die Pfeile nochmal einsetzen. Wieso ist der Flaschengäste hier nicht draufgegangen? Das ist jetzt strange. So, wir heilen uns mal die Burg. Ich hoffe, der Gegner hat hier keinen... Geht das Schutzschild mal weg auch? Ich weiß das gar nicht. Oh, wow, 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 wow. Ja. Irgendwie müssen wir das hier mal machen. Und dann mal die Bogey Queen. Okay, super. Rushtag, Hashtag Rushtag Held in die Kommentare. Danke für nichts, Gegner. Big Daddy. Ein Big Daddy spielt, glaube ich, nicht mit einem Rushtag. Und was ist das heute für eine Lose-Serie, die wir heute an den Tag legen? Danny, was ist nur los? So, aber jetzt Sieg. Wir wollen auch hier mal gewinnen, natürlich, natürlich wollen wir hier nicht nur losen, aber ich wollte euch hier einfach mal hier auf dem Laufenden halten und ja, auf dem Stichwort auf den Laufenden halten. In der Beschreibung findet ihr alle meine Social Media Links, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen, mir einen Follow da lassen und da seid ihr dann natürlich immer auf dem Laufenden, was bei mir so abgeht. Nicht nur YouTube-technisch, also auch so, was so privat ansteht und. Da seid ihr natürlich dann immer auf dem neuesten Stand. Am aktivsten bin ich bei Instagram, also schaut mal vorbei, Leute. Und was sind das für Karten? Ich habe zwar zweimal den Metamorph, der was super mit dem Drachen funktionieren würde. Aber ich habe zu wenig Mana noch. Okay, okay, was machen wir damit? Wir spielen gegen Foxy aus der German Elite. Wir sagen mal Hallo, vielleicht kennt ihr mich aus von YouTube. Grüße gehen auf alle Fälle raus an dich hier. Eieieiei, da hat er noch eine Erscheinung, aber die können wir klonen, Leute. Die Erscheinung können wir klonen, die könnten wir sogar zweimal klonen. Komm, aber wir machen das. Nein! Verdammt! Ja, machen wir das mal drauf, damit hier unsere Erscheinung bleibt und uns auch unser Dämon uns auch erhalten bleibt. Ha! Gegner! Nicht so leicht! Und jetzt haben wir einfach mal so viele Ledges auf der Hand. Na gut, da wird alles drauf gehen. Da sind noch 5 übrig vom Skeletron. Aber die können wir hoffentlich mit einer Bogey Queen hier etwas runterbekommen. Und hier spielen wir noch das hier. Bin gespannt. Nein! Das Sturmelementar schafft es hier nicht. Come on. Weg mit dir. Weg mit dir. Nein. Okay, da überlebt der Phönix nicht. Aber ich spiele gleich noch einen. Was soll's auch? Wir haben's ja. Okay, eine +3-Erscheinung. Da kann der Gegner, glaube ich, gleich mal einstecken. Und jetzt, komm. Wir holen uns jetzt lauter Ledges auf das Feld. Oder was wirst du? Okay, es wird ein Skelett. Schade. 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 Oh, 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 oh. Oh, okay. Aber egal, Drache, geht aufs Feld. Geht raus. Irgendwie ist schon eine schwarze Hexe der Tod für mein Deck. Aber es ist alles okay, Leute. Und wow, eine +15er Erscheinung. Schafft es der Drache? Come on! Aber die klonen wir uns. Die müssen wir uns einfach holen. Und das... Nein! Nein! Oh, come on! Wie cool wäre die +15er Erscheinung gewesen? Eine +15er Erscheinung. RIP! RIP. Oh no. Die +15 Erscheinung wäre so fein gewesen. Trauen wir alle der +15 Erscheinung. Oh, come on. Das wäre jetzt sehr, sehr unfair. Nein, ich meine, es war nicht unfair. Der Gegner hat das super gespielt. Er hat einfach im richtigen Moment gespielt. So, aber jetzt zweimal die Bogey Queen. Die sollte das hier schon regeln können, schätze ich mal. Sollte sich ausgehen. Okay. Yes, wir haben hier. Oh no. Komm. Come on. Jetzt, die Pfeile gehen raus. Und jetzt, huch, Leute. No, hör auf damit. Was ist das jetzt? Eine +20er Erscheinung. Eine +20. Ja, wir hauen eher einfach mal den Blitz raus. Und dann hoffen wir, dass wir rechtzeitig den Dämon hier
spielen können. Nein, hör auf, Gegner. Was soll das? So, jetzt. Dämon geht raus und... Yes, da ist sie weg. Da ist sie weg. Jetzt eine Bombe. Oder keine Bombe. Drache. Drache geht raus. Wow, der Gegner spielt richtig, richtig, richtig nice. Er spielt richtig gut. So viele Skelette. Ich hasse es. Hör auf damit, Gegner. Da kommt er auch noch mit dem an. Und jetzt hauen wir mal die Pfeile raus. Und dann hoffen wir vielleicht auf eine Bombe. Vielleicht nochmal auf Pfeile. So, Pfeile haben wir. Und zweimal die Bombe. Nur was machen wir am besten mit dem ganzen Zeug? So, zweimal Bombe. Geht ihr raus. Der Drache schafft sie leider nicht. Wie der Gegner spammt. Und wie, schaut, wie viele Karten er noch auf der Hand hat. Er hat einfach auch noch so viele Karten auf der Hand. So. Ja, es sieht nicht so toll aus für uns, aber natürlich geben wir uns hier nicht auf. Hier geben wir nicht auf. Okay, das hätte ich weiter vorne spielen sollen. Yes, wir haben die Erscheinung nochmal geklont und wir haben, sind jetzt in der Overtime. Und das heißt, wir werden hier verlieren, Leute. Ich schätze nicht, dass sich das noch ausgehen wird. Eieiei. Komm. Yes. Ja, ja, aber es geht sich nicht aus. Komm. Wir spielen das hier noch und noch einen Metamorph. Wie weit können wir damit kommen? Aber nein! Wie knapp ist es? Wie knapp! Aber wir kommen da einfach nicht an seine Burg ran und verlieren hier gegen Foxy. Aber jetzt mit diesem Busch hätten wir mal gesiegt. 3 Sturmelementare. 2 fette Erscheinungen. Das hätte einfach hinhauen müssen. Aber nee. Nee, war nicht so gut. Schade. Schade, schade, schade. War richtig, richtig, richtig nice. Richtig nice. Ja, kann man nichts machen, Leute. Und damit beende ich auch dieses Video. War nicht so toll. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Falls ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.